gelebt haben könnte. Es gibt Stellen, wo die Erde voller Metallpartikel ist. Wir haben sie noch nicht untersucht, aber es sieht so aus, als ginge es um das Wort, das wir Ägyptologen nicht gern aussprechen. Das Wort mit G ist schrecklich. Ich meine Gold damit. Archäologen hassen es, Gold zu finden, weil es immer ein Problem ist und man nie etwas daraus ersehen kann. Der jahrhundertealte Reiz des Goldes hat schon mehr als eine Ausgrabungsstätte stillgelegt. Ernsthafte Archäologen finden, dass sein Vorhandensein nur von der Suche nach wichtigeren Entdeckungen abhält. Da sind eine ganze Reihe von Becken, eins über dem anderen. Sie sind bis zu 1,20 Meter tief. Da hinein floss etwas, das Ablagerungen bilden sollte. Die Sedimente wurden herausgefiltert, es wurde mehr Flüssigkeit hinein und herausgeleitet. Vielleicht hat man versucht, etwas von dem Gold zurückzugewinnen. Das ist wahrscheinlich die derzeit beste Theorie. Es ist ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe, aber so ist es in der Archäologie. Alle Facetten des täglichen Lebens in Ägypten sind auf Tongefäßen verewigt. Krüge, Flaschen, Becken, Schüsseln, Töpfe waren überall. Man könnte meinen, dass jede Tonscherbe ausgegraben und aufgehoben würde. Aber in über 1000 Jahren Geschichte gibt es viele Tonscherben. In diesem Bereich liegen fast überall Millionen von Tonscherben. Das hier ist eine Scherbe, die ich normalerweise als Zabala bezeichne, das heißt Müll. Sie gehört zum Bauch eines Tongefäßes und weist nichts auf, was mir irgendetwas sagen könnte. Also werfen wir sie weg. Im Lauf der Jahrhunderte verlor der Kult des großen Gottes Amun an Bedeutung und die ägyptische Zivilisation wurde von anderen Kulturen überrannt. Der Tempel von Karnak wurde schließlich im 4. Jahrhundert von den Römern geschlossen. Als die Europäer Karnak endlich im 18. Jahrhundert sahen, waren seine großen Hallen mit Sand gefüllt. Lagerfeuer hatten die wunderbar bemalten Wände geschwärzt. Und nur Bauern und ihre Esel blickten zu den heiligen Inschriften hinauf, die einst für Götter bestimmt waren. Aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts finden wir in Karnak wieder Energie und Begeisterung. Jetzt allerdings die Begeisterung für Entdeckung und Restaurierung. Heute lebt niemand mehr hier in Karnak. Der Sand ist weggeschafft worden und hat sie freigegeben. Hunderte von Steinblöcken. Durch langsame und genaue Detektivarbeit haben François Larcher und sein französisches Team das Unmögliche möglich gemacht. Es ist ihnen gelungen, aus diesen verstreuten Steinblöcken ein ganzes Gebäude zusammenzusetzen. Sie haben die rote Kapelle der Königin Hatschepsut neu geschaffen. Hatschepsut war eine der wenigen ägyptischen Herrscherinnen. 1487 vor Christus, vier Jahre vor Ende ihrer Herrschaft, baute diese dynamische Königin einen kleinen Tempel gleich außerhalb der Mauern von Karnak. Er ist aus rotem Quarzit und als rote Kapelle bekannt. Er wurde nur ein paar Jahre lang benutzt. Aus Gründen, die wir nicht genau kennen, ließ Hatschepsuts Nachfolger und Stiefsohn Thutmosis III. Die rote Kapelle abreißen. Als Ägyptologen sie über 3000 Jahre später fanden, waren die einzig sichtbaren Überbleibsel ein paar große Steinblöcke. François Larcher war fasziniert von diesen Steinen. Als ich 1987 nach Karnak kam, sah ich die Steine der Roten Kapelle und erkundigte mich danach. Die meisten meiner Kollegen sagten mir, es wäre unmöglich, das Gebäude zu rekonstruieren, weil zu viele Steine fehlten. Larcher und sein Team machten sich daran, das Unmögliche möglich zu machen. Zum Glück waren auf einigen der Steine, die einmal zu den Wänden der Roten Kapelle gehörten, Flachreliefs, die eine Geschichte erzählten. Leider waren die meisten der Steine in anderen Gebäuden Karnaks wiederverwendet worden. Es war spannend, sie zu finden und wieder zusammenzusetzen. Zuallererst mussten für dieses Unternehmen ungefähr 2000 Bilder von den Oberflächen der Steine gemacht werden. Die Fotos der Kapellensteine benutzte Larcher.